Willkommen zurück. Es gibt Updates bei den Anfragen. Und zwar, wenn ich hier einmal einlogge, sehe ich, dass hier einmal nur noch zwei Meldungen hier drin sind. Dieser hier ist in Bearbeitung, sehe ich gerade. Der hat den Status eingegangen. Also guck einfach mal nach, was da passiert ist. Man erkennt auch sofort, die Farben sind hier verschieden und es gibt auch abgeschlossene. Wir fangen einfach mal an mit dem ersten Vorgang. Da sehe ich jetzt, dass der einer Person zugeordnet wurde. Zuständig ist der, ja gut, in dem Fall bin ich das, aber es kann auch jede andere Person sein, die bei uns dafür zuständig ist. Das heißt, ich weiß, wer mein Ansprechpartner ist, wer diesen Vorgang erstmal bearbeitet. Mehr sehe ich da erstmal nicht. Okay, so, der ist blau geworden. Wir klappen mal diesen Vorgang auf. Jetzt sehe ich hier, das ist eingegangen, die Meldung. Jetzt ist die in Bearbeitung. Das heißt also, diese Farbe bedeutet, der Vorgang wird gerade bearbeitet. Bearbeiter, in dem Fall wieder ich, kann auch jemand anders sein, ist jetzt nur ein Beispiel. Und zwar gibt es hier auch noch einen Kommentar von mir. Hier haben wir gerade vielen Dank, aber es wird noch die Zählernummer vom Stromsatz benötigt, weil der wohl unterjährig getauscht wurde. Das heißt, in dem Fall habe ich die Rückfrage erhalten. Ich kann jetzt hier beantworten: Zähler Nummer lautet und dann nochmal absenden. So, erledigt. Und wenn ich jetzt mal hier gucke und zuklappe, habe ich hier noch einen Vorgang, der ist abgeschlossen. Dann sieht man doch auch direkt an der Farbe wieder, der ist grün. Wenn ich ihn aufklappe, dann sehe ich hier, ist eingegangen, war in Bearbeitung und jetzt im Stadium geschlossen. Hier ist wieder der Mitarbeiter, der das gemacht hat. Und es gab dazu noch die Nachricht: Vielen Dank, wir haben Ihre Daten geändert. So kann ich also jetzt halt nachverfolgen, wo oder in welchem Stadium sich meine Anfragen und meine Punkte sich befinden. Ich kann jederzeit prüfen, wer ist der Ansprechpartner, den ich vielleicht bei Detailfragen auch nennen könnte. Und ich kann jederzeit auch noch Informationen nochmal ändern oder kommentieren und Fragen beantworten.